Literaturpreis des Präsidenten der Republik Armenien ausgezeichnet wurde. Agravnel Nuyits Araç ist der erste Beitrag eines Autors aus der Republik Armenien zum osmanischen Genozid. In der Prosa armenischstämmiger Autoren der US-amerikanischen und französischen Diaspora ist dieses Thema in Gestalt von Familien- und Reiseromanen seit den 1980er Jahren häufig behandelt worden. Selbst in der türkischsprachigen Prosa hat es sich seit Fethiye Çetin's Memoir Anne Annem, meine Großmutter, etabliert. In Deutschland trugen Katharina Poladjan im Jahr 2019, Laura Zwirtnia im vorigen Jahr und zuletzt Mark Sinan zu dieser Gattung bei. Was macht Frau Harutyunyan anders als ihre Kollegen in der Diaspora? Ihre nicht nur literaturhistorisch bedeutsamste Neuerung besteht darin, dass sie den Genozid an Westarmeniern als doppelte Viktimisierung darstellt und somit die Schuld sowjetarmenischer Juristen und Polizeibeamter thematisiert. Bisher ein armenisches Tabu. Die in der Stalinzeit begangenen Verbrechen betrafen vor allem Geistliche und ihre Familien sowie Intellektuelle, die aus dem Osmanischen Reich in den Südkaukasus geflüchtet waren. Sie wurden festgenommen, willkürlich verurteilt oder extralegal ermordet. Etwa 2000 armenische Geistliche wurden deportiert und ermordet. In der Nacht auf den 14. Juni 1949 deportierten die südkaukasischen Ortsbehörden 13.500 vermeintliche Anhänger der Partei Daşnaktsutyun und, wie es im offiziellen Behördenjargon hieß, ehemals türkische Bürger in den Altai, nämlich die Daşnaken, sowie in die westsibirische Stadt Tomsk. Agravnel Nuyits Araç erzählt episodenhaft die Entstehung und das Schicksal eines Gebirgsdorfes in Harutyunyans Heimatregion am Zevansee, diesen, wie die Autorin es umschrieben hat, letzten Schluck von Gottes Zorn. Es ist eine auf ihre Grundelemente beschränkte, raue und erhabene Gebirgslandschaft. Dort lässt sich 1894 der aus dem Osmanischen Reich geflüchtete Kertsch mit seinem kleinen Neffen Harut in den Ruinen eines im 17. Jahrhundert entvölkerten und in Vergessenheit geratenen Dorfes wieder. Herangewachsen bringt Harut auf geheimen, nur ihm bekannten Wegen weitere Verfolgte und Flüchtlinge in sein Dorf, als dessen Oberhaupt Harut sowohl Recht spricht, als auch seine Urteile vollstreckt. Zitat: Zuwachs brachten dem Dorf nicht die Geburten, sondern Haruts Fahrten in die Welt. Stets fand er jemanden vor, der vor der Ausweglosigkeit stand, vor dem Gesetz, vor den Türken, vor der Ehefrau oder vor sich selbst auf der Flucht war. Zitat Ende. Unter den während des Genozids von 1915 aufgenommenen Flüchtlingen befindet sich Nachshon, die Schöne. Zitat: Sie hatten die unberührte Sängerin des armenischen Klosters von Musch auf der ganzen Strecke von Van nach Jerewan vergewaltigt. Und als die Ankömmlinge das Dorf erreicht hatten, war der Bauch beachtlich groß. Zitat Ende.
Kein Autor vor Harutjunjan hat bisher die armenische Auffassung von Schande und Ehre so selbstkritisch hinterfragt. Harut, der bald Nachschuns Gönner und Beschützer wird, fordert von ihrem Vater Sarkis, entweder seine Tochter oder sich selbst zu töten, um die Schande zu tilgen. Die Dorfbewohner bitten für Sarkis um Gnade, aber Harut vertreibt den alten Mann gnadenlos in die Wildnis. Die westarmenischen Flüchtlinge im Dorf dagegen verstehen Haruts Haltung und werfen Nachschun vor, dass sie nicht Selbstmord begangen hat. Da sich die Dorfheilerin Sato weigert, die Zwillinge, die Nachschun erwartet, abzutreiben, wachsen Nachschuns Töchter Anahit und Astrik in einem Milieu des Misstrauens auf. Sie gelten als Türken und entwickeln sich den allgemeinen Vorurteilen entsprechend zu zänkischen Flittchen. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges holt die sowjetische Wirklichkeit das bis dahin abgeschiedene Dorf ein, als eine Gruppe deutscher Kriegsgefangener in dessen Nähe ihre Arbeit aufnimmt. Ihre armenischen Bewacher stoßen bald auf Nachschuns Grab, das sie ihrer ermordeten Familie symbolisch errichtet hat. Nachschun wird nach Sibirien deportiert, weil sie sich weigert, offenzulegen, in welchem Verhältnis sie zum Vater ihrer Kinder steht. Harut gerät zeittypisch in den Verdacht, ein türkischer Spion zu sein. Ob ihm die rechtzeitige Flucht gelingt, bleibt offen. Nachschuns Tochter Astrik lässt sich mit dem kriegsgefangenen deutschen Gänseforscher Konrad ein, Klammer auf, die Anspielung auf Konrad Lorenz ist gewollt. Am Ende verlassen der Deutsche und die Türkin zusammen das Dorf, dem sie fremd geblieben sind. Ja, wir müssen jetzt noch einen Platz machen. Wir haben jemanden noch von der armenischen Botschaft. Das ist ja auch eine große Ehrung. Jetzt kommen wir hier durch. Wir finden hier noch irgendwo einen Platz. Komm mal durch. Jetzt. Komm mal bitte durch. Es ist ja nett, dass jemand gekommen ist. Oder wir holen den Stuhl noch ein. Hier. Ja, gut, sie will das auch schon. Gut, dann brauchen wir jetzt die Susanna. Nach Hadidje Bojaristan. Und nach Barongestaya. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen ja, ich bin ein Mensch, der seit Jahrzehnten begeistert ist vom Kaukasus. Und ich möchte unbedingt heute, dass auch Sie ein kleines bisschen hören, wie armenisch im Original klingt. Und deswegen bitten wir Susanne Tunjan, dass Sie jetzt ein paar, vielleicht so 5 oder 6, 7 Minuten, was Ihr Buch auf Armenisch vorliest. Das ist auch eine besondere Schrift, wer es nicht weiß, aber das könnt ihr euch alle selbst ich gehe mal irgendwo hier durch. Dann gehen wir auch da so weiter. So, also Silencium, jetzt liest du Sachen. Ոստացել եմ երեխայիս սպանել Հայաստանին։ Ծնունդանին ազատելու համար պիտի ստանար 30% հանձնուշքին։ Թեև նրա տատմելությունը միշտ արժեցել է հավիտասը ձուն և այն հայոյանքները, որ ստանում է երեխան հայտագայում, եթե անկարգ է։ Ես քո տատմերը հայոյում են համոզված, ում ձեռք առաջինը դիպավ նորածնին, նրա հատկանիշներն էլ ժառանգելու է։ Պտուղը վերացնելն ավելի թանկ էր, կանաչ շալ կտորը, որը ստացավ այն օրը, երբ աղբյուրի գլխին հավաքված կանանց մեջ Նախշունը երկտարվեց, ծունկը խփեց գետնին ու ցավից մզված։ Կանանցից երկուսը նրա թևերը ընկած քրքաշ տարանտուն, իսկ պատշարի կնիկ բավականը մի քանիսին, այդ թվում և Սատուին, աչքումով հասկացրեց, որ իր հետևից գնան տուն։
Wir haben noch genügend Zeit jetzt. Wir hören jetzt hier zwei Abschnitte aus diesem Buch als Beispiele. Ein Stückchen hat Bea Ehlers ausgesucht, ein Bikian, und die zweite Stelle habe ich ausgesucht, eine sehr harte Stelle. Und danach können wir auch noch uns, Susanne, ein kleines bisschen auch unterhalten, und Sie können Fragen stellen und so weiter und so weiter. Und jetzt warten wir noch, dass der Joachim wiederkommt. Kann jemand vielleicht etwas sagen? Situation mit Berg Karabach. Ja, gerade gesagt, wir haben noch ein paar kurze Sachen gehört, oder so, kann noch jemand ein bisschen mehr dazu sagen? Oder ist das nicht so? Ja, ich mache danach noch ein bisschen. Also meine, ich kann dir auch einen Artikel schicken von Philipp Ammon, der leider. Ich habe ganz viele Artikel. Nee, der Schüler, der ist so krass. Was will man da viel auch erzählen? Einfach, die verlassen wir sie. Berg Karabach, wo sie seit 1000 Jahren siedeln. Eine Region, die für Armenien immer der Rückzugsort war, also zur Zeit der osmanischen und so weiter Besatzungen und Eroberungen. Und es gab Zeiten, da wohnten in Berg Karabach mehr Armenier als in den eigentlichen Armenien selber. Und dass sie jetzt dieses Rückzugsgebiet verlieren oder verloren haben, ist für mich also das ein Ergebnis auch des Versagens der internationalen Politik, denn es hätte Lösungen gegeben, Karabach zu schützen, ohne dass Armenien ein Fünftel Aserbaidschans besetzen muss. Im Übrigen war das alles, was jetzt geschehen ist, vorherzusehen, und ich verstehe mal nicht, warum unsere großen, berühmten Politiker nicht so was voraussehen und nicht vor dagegen arbeiten, wo es noch Zeit ist. Aber das ist ja überall in den Regionen, die wir jetzt im Krieg sehen. So. So, wenn wir jetzt alle beruhigt sind, wir können nachher auch noch essen und trinken, es wird auch Wein eingeschenkt, aber vorher gibt es die geistige Nahrung. Es geht auch nicht allzu lang. Ja. Und Sie sind hier in einem Haus, wo ganz enge Beziehungen zu Georgien sind, dort trinkt man den Wein nicht ohne eine geistige. So, liebe Bea, jetzt darf niemand stört dich. Also, die Raben vor Noah. Von Susanna Hadjumian, die hier leben. Es ist mir eine große, große Freude und wirklich große Ehre, das hier jetzt zu erleben mit Susanna. Gut, ich habe einfach ein paar, weil ich kann natürlich nicht das ganze Buch, aber ich habe ein paar Zeilen, ich habe ein paar Absätze zusammengefügt. Und so, dass so ein bisschen, dass Sie ein bisschen eine Idee bekommen, so einen kleinen roten Faden, zumindest durch den ersten Teil des Buches. Und es sind die Bücher da, da können Sie dann die Fortsetzung lesen. Ja, also sie hatte eingewilligt, das Kind zu töten, sobald es auf der Welt ist. Für die Entbindung sollte sie 30 Eier bekommen, die Hälfte davon Puteneier. Obwohl Dienste dieser Art ihr meistens 10 Hühnereier einbrachten. Die Beseitigung der Leidesfrucht war teurer. Sie hatte dafür ein grünes Tuch bekommen, und zwar schon an jenem Tag, an dem die Hochschwangere nach Schun im Beisein aller am Brunnen versammelten Dorffrauen schlotternd die Knie in die harte Erde gerammt und vor Schmerz aufgeheult hatte. Zwei der Frauen griffen sie links und rechts unter den Armen und schleppten sie ins Haus. In den kurzen Pausen zwischen den Wehen hastete Sato hinaus ins Freie. Und? Noch nichts, fauchte Sato und machte auf dem Absatz kehrt zurück ins Haus, um einen Schluck Apfelschnaps hinunterzugießen. Der scharfe Schnaps, den man ihr gegeben hatte, um die Hände keimfrei zu machen, war beim Raus und Rein schon um die Hälfte geschrumpft. Wie kräftig ist wohl ein Neugeborenes? Die Hand auf den Mund und Nase gepresst, und das war's dann schon. Als sie jedoch sah, das Kind kommt nicht alleine, es werden Zwillinge,
Da dämmerte ihr, dass diese Aufgabe ihre Kräfte übersteigen würden. Eines wäre noch gegangen. Sie hätte der Mutter sagen können, das Kind sei tot auf die Welt gekommen. Schließlich entschied sie nicht das erste Mal über Leben und Tod. Dieses Mal war es jedoch anders. Die arme Frau lag in den Wehen und wusste von nichts. Und es waren gleich zwei, die noch ungeboren, so laut zum Himmel schrien, dass man es durch die Tür draußen hören konnte. Außerdem war das bisher noch eine Rechnung ohne Harut. Sollte er es erfahren, würde er ihr an Ort und Stelle den Kopf abreißen. Oder es kommt die schrecklichste Strafe von allen, das Pferd. Der Gedanke an Harut ließen Sato erschaudern. Aus ihren Poren brach kalter Schweiß aus. Sie fühlte, wie der Nacken klatschnass wurde und der hereinkommende Wind ihren Körper mit Gänsehaut überzog. Fisch! Frischer Fisch! Der Fisch ist da! Dampf und Trotz ausstoßend blieben die Ochsen auf dem Dorfplatz stehen. Der Junge streichelte den verschwitzten und staubigen Kopf eines der beiden Tiere und kam näher zum Wagen, um ihn abzudecken. Er streifte die Plane ab und schrie sogleich laut auf. Auch die anderen Dorfbewohner kreischten entsetzt auf. Einige bedeckten mit der Hand die Augen der anwesenden Kinder, andere gaben verschreckt zusammenhangslose Laute von sich, als sie die Ladung erblickten. Sie hatten ja Fisch erwartet. Sato, Sato! Schrie Harut. Was? Hinter dem Rücken eines der Dorfbewohner erklang Satos kühle Stimme. Morgen müssen Sie wieder sprechen können, sagte Harut streng und deutete auf den Wagen. Mein Sohn, hob sie stammelnd an. Sie versuchte Harut zu erklären, dass es zwischen den Dingen einen großen Unterschied gäbe. Hier ein Gebet und ein vergrabenes Gerstenkorn gegen Warzen und dort die Wiederbelebung von Toten. Da wird kein Neumond helfen. Das juckt mich nicht, gab Harut streng zurück. Morgen müssen Sie mit mir reden können. Alles andere ist deine Sache. Wer sind die? Keine Ahnung. Wo waren sie? Wo hast du sie gefunden? Sind dahergekommen. Dahergekommen? Von alleine? Ja, von alleine. Ein Nachteil des Lebens besteht darin, dass man dem Blut seine Bindekraft, seinen Ahnenstoff nicht nehmen kann. Und nun stieg der Schmerz auf, durch das Gedächtnis des Blutes hergespült und pochte mit dem stetigen und gleichtönigen Hämmern eines Spechtes hartnäckig und dumpf. Jeder Atemzug fühlte sich an, als rammte jemand Harut einen Nagel ins Herz. Die Eltern kannte er nicht einmal aus seinen Träumen, da er sie nie gesehen hatte. Ihm hatte sich darum auch kein Bild eingeprägt, das er zum Leben hätte erwecken können. Bin dein Onkel, sagte Pertsch. Also war er sein Onkel. Sonst hätte er am Tag des Massakers im allgemeinen Geschrei und Geröchel das aus der Scheune ertönende Gurren nicht gehört. Hätte nicht das Tuch von der Schulter der Mutter gerissen, die mit breit ausgestreckten Armen und Beinen dalag, das Gesicht im staubigen Boden. Pertsch hätte nicht eilig aus der Wiege den von der Sonne gerösteten und warmen Sand entfernt, den Mütter unter die Säuglinge schütteten, damit der Urin unter ihnen verdampfen und sie warm halten konnte. Er hätte Harut nicht hineingelegt und wäre nicht mit ihm davongelaufen und dabei aus Versehen gegen den abgeschnittenen Kopf des Vaters getreten, der durch den Hof rollte und vor dem Hühnertrog zum Halten kam. Pertsch wusste alles.
In seinem Gedächtnis fanden mehr Gesichter Platz als in der Bibel. Alle behutsam eingerahmt und an die Wand der Erinnerung geheftet. Zu dritt waren sie am Ufer. Der Rabe, die Katze und Harut und der Wind. Wie versteinert saß der Rabe auf dem Ast und fixierte mit starrem Blick den Hals nach vorne gereckt Haruts blutige Hände. Mit der scharfen Messerspitze riss Harut die Schuppen aus und ergoss seinen Ärger über die Fischhaut. Der Teufel soll dich holen. Als Harut zum wiederholten Mal die Innereien aus dem Fisch herauszupfte, um sie vor die Katze zu werfen, sah er vor sich eine Gruppe Gespenster stehen. Diese Gegend gehörte zu jenen, wo die Anwesenheit von Menschen sich wie eine Überraschung präsentierte. Sprachlos starrte Harut die Gespenster an. Wie viel nicht vorherzusehendes diese Berge doch noch zu bieten hatten. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Rief er ihnen fassungslos zu und suchte gedanklich nach Wörtern oder Handlungen, die vor bösen Geistern bewahren können. Wir, fing ein alter Mann stotternd an. Seine Worte lösten sich so langsam und schmerzlich von seinen Lippen, als würde man ihm mit einer Zange die Nägel herausreißen. Es ist nicht unsere Schuld. Die Welt geht eben hier zu Ende. Ab hier gibt es kein Zurück und kein Vorwärts. Während Harut sich zusammennahm und diese entstellte, chaotische Gruppe betrachtete, sah er, wie eine junge Frau einem Tier gleich im Stehen urinierte. Der nasse Sand sprang unter ihrem Bein in alle Richtungen. Die Katze brachte ihr Unbehagen durch ein lauteres Schnurren zum Ausdruck. Der Rabe drückte die Flügel fester an den Rumpf. Was soll das? Harut richtete sich auf, das schlappe Bein hinter sich herziehend und stellte sich dicht vor die großen, leerblickenden Augen der Frau. Das ist also der Anblick des Todes, dachte er erschaudernd. Wir haben keine Kraft mehr, sagte zur Rechtfertigung der Alte, dessen Gesicht sich im verfilzten Kopf und Barthaar verlor. Die Arme ist zu erschöpft, um in die Hocke zu gehen. So schwerelos können nur Geister sein, dachte Harut. Einer von ihnen versuchte, auf den Bauch zu kriechen, griff nach einem ungeputzten Fisch und fing an zu essen. Hungrig sind sie, dachte er mitleiderfüllt und gewahrte, dass es Menschen waren. Geister erleiden keine Hungerqualen oder Gewissensbisse oder etwa Vergleichbares. Gefühle sind ihnen fremd. Er lief zu dem im Sand vergrabenen Fass. Der hier ist nicht gut, ist sie nicht. Ess langsam. Harut schleppte sie zum Fluss. Er nahm sie unter die Arme und trug sie einzeln zum Ufer, wo er sie auf das nasse Gras warf und eilig mit Wasser bespritzte. Das Dorf ist nicht weit, sagte er. Kommt etwas zu euch und dann gehen wir gemeinsam. Keine Kraft, stöhnte der Alte. Wir bleiben hier. Ihr könnt hier nicht bleiben. Nachts zieht der Wind dem Ufer die Haut ab, hebt den Sand zum Himmel. Er bereute es, dass er die Ochsen nicht dabei hatte, die von Maul- und Klauenseuche befallen, mit teergeschmierten Hufen, dickflüssigen Sabber verströmend, im Stall standen. Dann sterben wir eben, wimmerte der Alte. Was ist unser Leben noch wert nach all dem, was wir gesehen haben? Geht nicht weg. Ich werde euch mit dem Fluss Essen schicken. Viel Essen. Ihr könnt es hier auffangen, bis ich wieder hier bin, um euch abzuholen.
Als Harut angekommen war, lagen die Ankömmlinge leblos auf dem blauen Sand. Nur die Schwangere blinzelte. Ich habe euch doch Essen geschickt. Wieso habt ihr es nicht abgefangen? Fragte er und schaute verständnislos die um ihn herum im Sand Verstreuten an. Der Fluss hat nichts gebracht, sagte die Frau trocken. Ihre zersprungenen Lippen bewegten sich kaum. Er lud den Karren unweit des Flusses im Gebüsch auf dem nassen Sand aus, hiefte die Ankömmlinge hinauf und fuhr ins Dorf. Als sie im Dorf ankamen, warteten die Dorfeinwohner auf den Fisch. Er atmete erneut die kalte Scheunenluft ein und tastete den Boden des runden Korbs nach Eiern ab, fuhr mit den Fingern jeweils über die Schale, suchte die Puteneier heraus und steckte ein paar in die Hosentasche. Auf dem Weg dorthin stieß er mit dem Fuß gegen einen Spaten, der auf das daneben aufgereihte Werkzeug fiel und geräuschvoll gegen die Tür aufschlug. Sisak eilte ihm zur Hilfe. Ob es wohl jener Spaten ist? Die Schneide ist abgestumpft, gib sie zum Schleifen. Und während Harut den Inhalt seiner Hosentaschen auf den Tisch ausleerte und dabei mürrisch brummte, brauch ihn ja so gut wie nie, betrachtete Sisak voller Entsetzen den Spaten und dachte an den Tag zurück, an dem es hier den denkwürdigen Streit gegeben hatte. Dabei gestolpert, als Nachschuns Vater Sargis zu fliehen versucht hatte, dabei gestolpert und gegen die Tür gefallen war, was die massiven Pfosten zum Erschüttern gebracht hatte. Hilfe, Hilfe, beeilt euch! Er wird ihm den Hals abschneiden. Schnell, helft doch! Kommt schnell, den Hals wird er ihm durchschneiden! Er hat kein Recht, dieselbe Luft zu atmen wie ich. Harut streckte sich keuchend in alle Richtungen und versuchte, sich aus der Umklammerung der ihn festhaltenden Arme zu befreien. Vor seinen Augen wurde seiner Tochter das angetan, aber er hat weder sie getötet noch sich selbst gerichtet. Hab Gnade mit ihm, sagten die Dorfleute. Jedem, der einen Laut von sich gibt, schneide ich mit meinem Spaten die Kehle durch, schrie Harut. Sie hatten die unberührte Sängerin des armenischen Klosters von Musch auf der ganzen Strecke von Van nach Yerevan vergewaltigt und als die Ankömmlinge das Dorf erreicht hatten, war der Bauch beachtlich groß. Harut riss sich los und griff nach dem Spaten. Schon am nächsten Tag musste Sargis in die umliegenden Berge flüchten, die wie Speerspitzen den Himmel durchbohrten und man konnte nachts sein angsterfülltes Geheul vernehmen. Ein-, zweimal im Monat versuchte Sargis ins Dorf zurückzukommen, wo er jedes Mal auf Harut traf, der stets bereit war, mit dem Spaten seinen Hals zu durchtrennen oder ihn mit den bloßen Händen umzubringen. Wenn die Türken nachts auf ihren Pferden in dein Haus einfallen und dein Schicksal zerstampfen, deine Knochen ins Bettzeug reindrücken, würdest du auch heulen, sagten die Dorfleute. Nein, erwiderte Harut. Er hat nicht das Recht, dieselbe Luft zu atmen wie ich. Und so hatte Sargis keine Wahl und musste zurück, um mit den Wölfen zu heulen. Die Dorfbewohner versuchten immer wieder, Haruts Mitgefühl zu erwecken. Aber und abermals erschütterte das Geheul des Rudels den Himmel. Aber egal, was man sagte oder wie man zu ihm sprach, Harut blieb standhaft. Satur redete trotzdem wieder und wieder auf ihn ein. Ach mein Lieber, lieber Harut, jedes Schicksal birgt seinen eigenen Türken. Was bringt es den Armen wegzujagen? Der Schwangere Nachschun versicherte sie, das Herz meines Haruts ist rein wie die Leber einer Taube. Er muss sich nur beruhigen, dann wird er es ihm schon verzeihen.
So weit kam es jedoch nicht. Die Flüchtlinge erwiesen Haruts Härte große Wertschätzung. Sie balsamierten in ihren Erinnerungen das Durchlebte. Den Schmerz schliffen sie in sich so lange, bis die gestorbenen Angehörigen und die verlorene Heimat zu Kristallen erstarrten, die sich in ihre Tränen einpassten. Wenn sie weinten, hörte man lediglich leises Stöhnen und ein paar Wortfetzen, in denen sie auch die Kurden verfluchten. Die Türken haben uns in Stücke gerissen, weil sie es auf unsere Heimat und unsere Geschichte abgesehen haben. Wieso die Kurden uns gemordet haben, das soll mal einer verstehen. So wurde das Dorf zuletzt vor 400 Jahren von den Arabern gebrandschatzt. Diese haben jedoch, das muss man ihnen zugute halten, den Drang zum Leben nicht ausgerottet. Sie haben zumindest Ruinen zurückgelassen, in denen bis zum Völkermord an den Armeniern im Jahre 1896 Schlangen hausten. Ein Schlangenleben ist auch ein Leben vom Schöpfer erschaffen. Mit einem Wort, es gab hier Leben und Harut und Perch haben dieses Dorf auferstehen lassen. Und als hier neue Flüchtlinge ankamen, die dem Völkermord von 1915 um ein Haar entkommen waren, war der 1896 aus Natar geflüchtete Harut, der auf den von den Arabern zurückgelassenen Trümmern das Dorf gegründet hatte, bereits ein Ansässiger, auch wenn sein Stammbaum erst hier seinen Anfang nahm und keine Ahnennamen von seinen Ästen hingen. Hier gab es keine Kirchtürme, keine Gräber schmückende Kreuzsteine, die bei tiefstehender Sonne langgezogene Schatten warfen. Es gab keine Mauern, keine Zäune, die einem Menschenleben Grenzen setzen. Die Bewohner huschten hier wie Eidechsen von einem Steinhauf zum nächsten, besser verborgen als unterirdisch verlaufende Gewässer. Keinerlei Kreuze, Kirchen oder Priester. Sie hatten so viele brennende Kirchen, einstürzende Kreuze und hingeschlachtete Pfarrer gesehen, dass sie Gott keinen speziellen Platz mehr auswiesen, sondern ihn in sich trugen und in ihre Gebete hüllten. Sie fragten auch nicht mehr danach, wo der Weg zur glatt geschliffenen Schönheit des Himmels verlief. Zuwachs brachte dem Dorf nicht die Geburten, sondern Haruts Fahrten in die Welt. Stets fand er jemanden vor, der vor der Auswegslosigkeit stand, vor dem Gesetz, vor den Türken, vor der Ehefrau oder vor sich selbst auf der Flucht war. Im Dorf angekommen, leerte Harut zuerst die Spreu, mit der er die Steinsalzblöcke vor der Sonne schützte, dann die grauen, salzhaltigen Blöcke und holte darunter jemanden hervor, dem er den ganzen Weg lang Folgendes eingeschärft hatte. Es interessiert niemanden, wer du warst und was du im Leben gemacht hast. Hier hast du Mensch zu sein und dich menschenwürdig zu benehmen. Ansonsten bringe ich dich in eben diesem Wagen mit verbundenen Augen unter den salzigen Fischen liegend zurück an die Stelle, wo ich dich aufgesammelt habe. Einem Neuankömmling stellte man keine unnötigen Fragen. Menschen, die unter den Trümmern ihres Schicksals leben, stellen einander keine Fragen. Hier war jeder Mensch frei, seine eigene Biografie neu zu schreiben, das bisher gelebte Leben zu redigieren und zu beschönigen. Das Dorf barg einen weiteren Vorteil, denn es war einem Friedhof gleich. Wer es einmal betreten hatte, konnte es nie wieder verlassen. Die Dorfbewohner hatten die Schwangere nach Schun die Schöne getauft. Die Flüchtlinge brachten nach Schun alles, was sie in die Hände bekamen. Fleisch, Obst, Data. Sie ließen es in ihren Schoß gleiten und flehten sie an. Ist das? Wenn das Kind kommt, gib ihm den Namen meines Sohnes. Gott Allmächtiger, schluchzten sie beim Anblick ihres Bauchs. Unser Schmerz ist nicht in Worte zu fassen. Bitte Gott, mach,
dass er aus meinem Gedächtnis verschwindet und aus deinem und aus dem Gedächtnis der Welt. So ein Schmerz sollte nicht weiterleben dürfen, auch nicht in Erinnerung. Dem Massaker konnten die Geflüchteten ihre Angehörigen bloß als Andenken entreißen und verkehrten mit ihnen nur in ihren Klageliedern oder Träumen. Sie wollten um jeden Preis die Verstorbenen zum Leben erwecken, indem sie anderen ihren Namen gaben oder Gleichaltrige an ihren Geburtstagstagen beschenkten oder indem sie an Allerheiligen ihren Anteil an Süßigkeiten in großen Mengen an Dorfkinder verteilten, für jeden Verstorbenen eine Handvoll. Das ist der Anteil meiner Mutter. Das ist für meinen Bruder und das für meinen Sohn. Die Namen der Verstorbenen wurden nicht laut ausgesprochen, um die Kinder nicht zu verschrecken und damit keine Fäden zwischen den Toten und den Lebenden entstehen. Wenn es ein Junge wird, dann gib ihm den Namen meines Vaters oder meines Bruders. Sie selbst wurden von den Türken in Stücke gerissen. Zumindest ihr Name soll weiterleben. Harut zog jeden Tag demonstrativ aus dem Schweif seines Pferdes ein Haar, setzte sich am Ende der Woche vor sein Haus und flocht aus den Haaren ein Seil. Das band er sich um die Hüften und ging mit einem dicken Bündel Brot vor Nachschuns Haustür, legte das Brot dort ab und zog sich zurück. In dieser ganzen Zeit hatte er nur einmal mit Nachschun gesprochen, als er den Beutel schon vor der Tür auf dem salzigen Leckstein abgelegt hatte und vorsichtig mit der Faust an die Fensterscheibe klopfte, als Zeichen, dass sie das Brot nun abholen kann. In dem Moment kam Nachschun eilig heraus, um zu Satou zu laufen und für die Säuglinge eine abführende Mixtur zu holen. Harut sah sie mit prüfendem Blick an. Geht es dir gut? Ich komme hier nicht klar, beklagte sie sich mit gesenktem Blick. Der Kummer trieb ihr Tränen in die Augen. Sie verschwieg ihm aber, dass an diesem Ort ihr alles den Tod verhieß. Bedrücktheit und Wahnbilder verfolgten sie. Alles flößte ihr Angst ein. Der Halbmond, der den Bauch des Himmels aufschlitzt und davongleitet. Die Wolken, aus denen Dunkelheit tropft. Die Finsternis, die ihre Finger in die Augäpfel des Himmels streckt und die Sterne eine nach dem anderen zum Erblinden bringt. Das Heulen des Windes, in dem menschliche Schreie in Stücke geschnitten werden. Der Todeskampf des über dem See brausenden Windes, wenn er aus nicht vorhandenen Lungen kalte Traurigkeit zum Ufer bläst und den kühlen Sand mit Gänsehaut überzieht. Je nachdem, ob der Wind vom Wasser oder von den Bergen kommt, unterscheidet sich sein Atem. Aber in beiden Fällen bringt er nur eins, Klagen und Wehgeschrei. Und die Sonne, jene Goldmünze, die im allergrausamsten Augenblick ihr Schicksal bedeutet hätte, aber nicht zuließ, dass es sich erfüllte. Und nachts, der Wind saust zum Himmel, stößt mit dem Rücken gegen eine unsichtbare Decke, zerbürst am Hausdach und bringt es zum Beben. Es ist der Wind. Sie wusste es. Aber aus irgendeinem Grund dachte sie, dass genau so die aus der Wüste brechenden türkischen Reiter die Erde durch ihr rüdes Gebaren zum Beben bringen, wie sie es an jenem Tag taten. Die Wüste schwankte unter den Füßen des Herrn Sarkis und es schien so, als würde er im nächsten Augenblick mit dem Gesicht zu Boden fallen und vom Sand verschlungen werden. Dieser brachte zwar die Knochen zum Schmelzen, vermochte es jedoch nicht, ihn an der Fortbewegung zu hindern. Er wankte, den Blick zu den Reitern gewandt. Irgendwie schaffte er es, den rieselnden Sand unter den Füßen zu zügeln. Er erreichte sie schließlich und streckte ihnen die Goldmünze entgegen, seinen Wunsch kundtun. Einer der Reiter nahm die Münze entgegen, wendete sie prüfend hin und her
machte eine zufriedene Kopfbewegung und antwortete, ja. Sogar in dieser tödlichen Minute flößte Herrn Sardis Tat der Prozession von Vertriebenen Respekt ein. Seine älteste Tochter war davon überzeugt, dass das Erkaufen von Tod die Erfindung ihres Vaters gewesen war. Sie verbreitete sich wie eine Seuche und wurde nunmehr von allen angewandt. Als letzter Ausweg aus einer auswegslosen Situation. Herr Sardis hatte das Geschäft mit den Schurken besiegelt wie ein Mann, ohne Flehen, ohne Tränen. Zuerst die Goldmünze, dann das aus der Menge hinauslaufende Mädchen, dann der Schuss. Die Goldmünze, der Schuss. Die Goldmünze, der Schuss. Er vergewisserte sich, dass seine Kinder alle tot waren, fern von Schmerz und Würdelosigkeit. Den Plan hatte er wahrscheinlich schon lange, vermutlich von Anfang an. Ob er wohl darüber nachgedacht hatte? Vielleicht hatte er das sogar berücksichtigt. Wird er, die Mutter, den Tod der Kinder verkraften? Oder umgekehrt? Auf jeden Fall ist er so vorgegangen, wie beim Verteilen von Süßigkeiten. Zuerst sind die Kleinen dann dran. Die Kleinen müssen unschuldig bleiben. Das Leben darf in ihren Augen nicht derart in Misskredit geraten. Sie sollen unwissend sterben. Und so kam als erstes sein Jüngster dran. Sein 1,5-jähriger Sohn, dem sie ein Mädchenkleidchen angezogen hatten. Sardis näherte sich dem Pferd, stellte sich neben dessen Beine, reichte über die Schulter das Goldstück, ohne den Reiter anzusehen, und rief zärtlich nach dem Sohn. Der Kleine, der die Stimme des Vaters gehört hatte, lief nach vorne. Schuss. Herr Sardis presste die Hände gegen die Ohren und sank auf den Knien zu Boden. Der Kleine plumpste so unmerkbar hin, dass die Erde nicht einmal erzitterte. Nur der Sand wirbelte um den fallenden Körper auf und spritzte gegen die Beine seiner noch lebenden Geschwister. Die älteste Schwester blickte hinunter, zu den Füßen und zu dem sie verbrennenden Sand. Hatte eine von ihnen aufgeschrien oder geweint? Soweit sie sich erinnern konnte, nein. Nach den ersten Vieren fiel die Mutter der Familie bewusstlos um, zu den Füßen der ältesten Tochter. Der Schießende bewies Menschlichkeit und feuerte. Ein einziges Mal hatte er geschossen und erst danach die Goldmünze erhalten. Wenn man danach urteilte, dass Herr Sardis und der Türke miteinander ohne Beschimpfungen sprachen, kannten sie sich vermutlich und der Türke brachte ihm gegenüber noch den gebotenen Respekt entgegen. Nicht nur gestattete er, dass die bereits Gestorbenen begraben werden, sondern stimmte auch zu, dass die letzten zwei erst dann umgebracht werden, wenn sie die anderen begraben haben. Als dieser Bekannte sich ihnen näherte, sprach er den schmerzverzerrten und zusammengesunkenen Mann so an, wie es alle taten, Herr Sardis. Vermutlich war er der Anführer der Bande. Die älteste Tochter war sich nun dessen sicher, dass sie richtig gelegen hatte. Sie kannten den Vater. Selbstverständlich half ihnen der Bekannte nicht, jedoch bewies er genug Menschlichkeit, um wegzuschauen. Die letzten zwei waren Sardis und seine älteste Tochter. Sie fingen an, die Angehörigen zu begraben. Der Sand war weich, widersetzte sich nicht so wie die Erde, gab leicht nach, obwohl er auf der Haut brannte und sehr instabil war. Augenblicklich rieselte er zurück in die Grube und machte sie voll. Als die Mutter an der Reihe war und Sardis und seine Tochter sie auf den Rücken drehten, stöhnte sie auf. Sie war nicht tot. Die Tochter rief nach ihr. Es kam keine Antwort, nicht einmal ein leises Wimmern. Ob sie alle Schüsse gehört hatte? Bestimmt hatte sie gespürt,
wie ihre zu Boden fallenden Kinder die Erde zum Erschüttern gebracht hatten. Sand ist nicht fest, es liegt Luft zwischen den Körnchen und Luft kann Schwingungen übertragen. Die Tochter wunderte sich über die Sturheit der Mutter. Was hielt sie noch an dem Tod der Kinder am Leben, dass sie sich so fest daran klammerte und nicht starb? Als Herr Sarbis mit zitternden Fingern die Kugel aus der Brust seiner noch lebenden Frau zog, damit das Blut ungehindert seinen Weg bahnen kann und den Körper schnell verlässt, sonst würde sie es nicht mehr schaffen, sie zu begraben, bevor die Kolonne weiterzieht, strömte aus der schneeweißen Brust der Mutter schwarzes Blut. Einer der Türken scherzte grinsend, der Alte sammelt seine Goldmünzen. Peitschenhiebe trieben sie an. Schneller, beeilt euch, grabt nicht zu tief. Wir werden nicht euretwegen stehen bleiben. Die Frau starb jedoch nicht, auch wenn das Blut den Körper schon verlassen hatte. Und so blieb Herrn Sarbis keine Wahl. Er musste noch eine Goldmünze hergeben. Der Tod der Mutter hat 2 Goldmünzen gekostet. Die Tochter erschauderte von den Blicken der Schurken und überlegte kurz, die Münze dem Vater aus der Hand zu reißen. Das war doch ihr Anteil, Tod. Der Türke hatte aber schon das Goldstück geschnappt und biss daran, um sicherzustellen, dass die Münze echt war. Die Tochter trug das der Mutter ihr Leben lang nach. Warum hat sie die ihr zustehende Kugel weggenommen? Nichts hatte die Mutter je zurückgehalten. Alles hatte sie der Tochter zusammen mit dem Leben geschenkt. Gute Gesundheit, scharfen Verstand, ihre Schönheit. Nur beim Sterben war sie plötzlich geizig geworden und hatte sie um die letzte Kugel und den ihr zustehenden Tod bestohlen. Weiterreitend wunderten sich die Türken darüber, wie der Alte 3 Handvoll Gold in seinen Klamotten verstecken konnte. Es hat für alle gereicht. Nur 2 Goldmünzen haben gefehlt. Für ihn und seine älteste Tochter. Hol sie raus, schrie die nächste Türkenbande wütend. Drückten Sarbis mit Pferdehufen in die Erde und zerrten an seiner Tochter. Hol raus dein Gold! Meister Sarbis hatte die Scham abgelegt, weinte und rieb das Gesicht in den heißen Sand. Seht doch her, ich bin nackt, ich habe nichts dabei. Hol raus, brüllten sie. Du bist Armenier. Armenier haben immer Gold bei sich. Du versteckst es irgendwo. Es gibt viele Stellen am menschlichen Körper, wo man ein Goldstück verstecken kann. Sieh noch mal nach. Auch ein nackter Armenier trägt mindestens 3 Handvoll Gold mit sich. Und schlugen auf ihn ein. Es war nachts schon nicht möglich, sich vorzustellen, was ihr Gesichtsausdruck bei den Worten »Ich komme nicht klar« ausgesagt hatte, als Harut ihr riet. Vergiss es. Vergiss das alles. Quäl dich nicht. Denke an deine Kinder. Du verlierst vor Schmerz deine Milch. Auch der Schmerz kann sterblich oder unsterblich sein. Der mir zuteil gewordene Schmerz ist unsterblich. Verstehst du? Unsterblich. Die Erinnerungen glommen in ihr wie nasses Holz und verursachten Brandwunden im Kopf. Sie schluckte die in den Mund rinnenden Tränen hinunter. Sie waren leicht salzig wie Blut. Ich will sterben, ich verkrafte es nicht mehr, ich möchte sterben. Nachschön wäre ihm gerne schluchzend in die Arme gefallen, hielt sich aber zurück. Es ist nicht wichtig, was wir wollen, versuchte Harut trostspendende Worte zu finden. Wir sind bloß Boten, so wie eine Brieftaube. Du musst etwas zum Überbringen haben, um geboren zu werden, und etwas zum Davontragen, um zu sterben. Und du hast noch nicht einmal gelebt. Wenn Gott beschlossen hat, dich am Leben zu erhalten, Harut konnte die Erregtheit in der Stimme nicht unterdrücken. Als wollte er den Allmächtigen nicht in Schutz nehmen, da er im tiefsten Inneren wusste, dass Nachschub
schon zu Lebzeiten der schwerste aller Tode zuteil geworden war. Er betrachtete die Tränen, die das Gesicht der Frau überströmten, und erinnerte sich an jenen verholzten, leeren Blick, dem er am ersten Tag ihrer Ankunft am See begegnet war, und freute sich. Das Leben ist in ihr zurückgekehrt, dachte er. Sie kann bereits ihren Schmerz den Tränen und ihre Tränen der Welt anvertrauen. Von den beiden ein Foto machen, weil ich sitze immer so hinten, da kann ich überhaupt niemanden sehen hier. Ne? Sehr schön, ja. Na, hat nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt. So, fantastisch. Ja, meine Damen und Herren, ich danke dir sehr. Becky, könntest du bitte noch einmal sagen, wer es übersetzt hat? Ja, es hat übersetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist eine Übersetzerin nicht hier, aber das ist nicht die von dem Buch. Aber das steht doch aber im Buch drin, oder? Ja, natürlich steht es drin, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Ich habe es auch bei der Einladung irgendwie aufgeschrieben. Susanna Jack Boyado. Das ist die Übersetzung der Translator. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr alle jetzt verstanden habt, worum es ging. Habt ihr noch Fragen an dich und dieser ganzen Handlung, die da war? Also ich habe zum Beispiel die Frage an dich, ich sage es gleich auch auf Russisch, ob das belegt ist, dass eine Familie für Geld die Kinder hat ermorden lassen. Hätte gestern wohl Bude takvi je slučaj što oni dali djenge što pobivali je to sve u djeće i tako dalje. Ne, to často slučaje što mi Italije prosto ubili. Also sie sagt also, dass man den Türken Geld gegeben hat, damit sie die Kinder und so weiter ermorden. Das sei sehr häufig vorgekommen, weil man einfach nicht wollte, dass die Leute gefoltert werden und gequält werden. Dann ist es besser, dass sie nicht mehr leben. Dass sie einen leichteren Tod haben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja? Also ich fand das jetzt für mich emotional immer schwierig und ausgesprochen erschütternd, eigentlich dazuzuhören und das so jetzt hören zu müssen. Wie ist es Ihnen denn beim Schreiben ergangen? Какое настроение, когда вы это писали, вот эти страшные вещи, она, это очень большое потрясение. Да, мои подруги тоже говорили, как ты смогла работать над таким трудным текстом. Also ihre Freundin hat auch gesagt, wie konntest du über ein so schweres Thema arbeiten? Честно говоря, когда я работаю с армянским языком, это мне приятно. Für mich war es so, weil ich das ja auf Armenisch also geschrieben habe, das war für mich also auch ein Bedürfnis. Ich habe das gerne gemacht. Ja. Ich gehöre auch zu der dritten Generation, also nach diesen Ereignissen des Genozids. Also ich kann das also auch schon ein kleines bisschen aus dem Stand heraus sehen. Darf ich mal die Frage stellen, also mir geht im Kopf herum viele Parallelen der Schreckung, die das armenische Volk durchmachen müssen. Parallelen zu dem jetzigen Leid des jüdischen Volkes. Jetzt du hast parallel in der Situation gestottert, dass da der armenische Narod ist, der gestottert hat. Und mir drängt sich mal die Frage auf, das ist ja ein sehr großes Feld, vor 1915 gab es auch schon diese Pogrome gegen Armenier, oder man müsste sich in der Geschichte schwer, das zu trennen, Politik heute und Geschichte oder Poesie, die auch da zum Ausdruck kommt.
Ja, es gab den Sultan Abdul Hamid den II. Massaker. Diesen Sultan nannte man in Europa nicht zufällig den Blut- oder Roten Sultan. 1894 bis 96 mit 300.000 Opfern und 100.000 Flüchtlingen damals aus dem Osmanischen Reich. Dann kam 1909 in Kilikien, in der Provinz Adana, ein weiteres Massaker an 30.000 Familien. Das war dann schon die neue Regierung. Sultan Abdul Hamid war schon gestürzt. Und im Ersten Weltkrieg kam dann der landesweite Völkermord hinter der Nebelwand des Weltkrieges. Aber ich wollte noch mal zu der Frage der Generationen etwas sagen. Es ist nach Völkermord, sei es bei den Armeniern oder nach der Shoah, so, dass die erste Generation schweigt, vor allem gegenüber Menschen, die nicht selber vom Völkermord betroffen waren. Man will sie, vor allem die Kinder, die jüngere Generation, nicht belasten. Die zweite Generation erlebt das eigentlich mit den Elefanten im Raum. Also der Völkermord ist präsent, wird aber nicht thematisiert. Auch die zweite Generation schweigt meistens. Die dritte, Susannas Harutyunyans Generation, fängt an zu externalisieren. Das heißt, es gibt in den USA, in Frankreich, in Deutschland, das hatte ich erwähnt, gibt es eine sehr umfangreiche Prosa, halb fiktional, halb Faktenprosa, die das Schicksal der Großeltern thematisiert. Das ist aber in der Regel erst in der dritten Generation möglich. Und wenn gefragt wird, wie kann man sich mit sowas literarisch auseinandersetzen, ich als nicht betroffen, ich bin keine Armenierin, mache das seit 40 Jahren als Genozidwissenschaftlerin und kann Ihnen sagen, Sie tun das mit der Mentalität eines Gerichtspathologen. Ja, anders schaffen Sie das nicht. Woher kommt dieser Hass? Wo wurzelt dieser Hass gegen Armenien? Ist es religiös oder? Wir können uns bei jedem Genozid wundern. Die Antworten sind immer komplex. Es sind mehrere Faktoren. Im osmanischen Fall war es einmal traditioneller Religionshass, es war Sozialneid. Die Nicht-Muslime im Osmanischen Reich waren so wie die Juden in Europa. Diejenigen, die Zinsgeschäfte erledigen durften oder mussten. Es gab ein religiöses Zinsverbot, das führte in Europa dazu, dass die Christen das auf die Juden schoben und die Muslime im Osmanischen Reich schoben es auf die Nicht-Muslime. Griechenjuden, Armenier waren diejenigen, die im Handel, im Kommerz tätig waren. Es gab dann den Slogan ab 1909 von der Islamisierung, also nicht Türkisierung, die Islamisierung der osmanischen Wirtschaft. Es wurden Maßnahmen ergriffen, vor allem gegen die Griechen, um die griechischen Unternehmer in den Bankrott zu schreiben. Es gab die Parole, die wir dann von den Nazis kennen. Die Nazis sagten, kauft nicht bei Juden. Im Osmanischen Reich hieß das, kauft nicht bei Christen. Also es gab ab 1909 diesen Slogan. Und das alles führte dazu, dass tatsächlich Hunderte von griechischen und armenischen Geschäftsleuten Selbstmord machten, weil sie bankrott waren. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Kannte Sie den Mörder von Talat Pascha? Oder der hat ja in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt. So, kannten Sie den? Oder haben Sie mit dem mal gesprochen? Oder Solomon Talat? Kannten Sie den? Nein, das kannte ich nicht. Ach, sie kannte ihn, ja, der sprach das jetzt. Написаны драматургические тексты, литературные,
его образ в нашей литературе существует. Ist existent, also in der Literatur, Literatur mit seinen Stücken, mit seinen Texten, also man kennt ihn. Nee, ich meine, ob es noch nicht persönlich ist. Haben Sie gesagt, ja, Sie hat ihn auch persönlich gesagt. Ja, okay, das habe ich nicht verstanden. Nicht persönlich. Nicht persönlich. Sergej, du musst so laut sprechen, dass alle es hören. Ja, ja. Könnten Sie oder wissen Sie irgendetwas über die Rolle des Deutschen Kaiserreichs und der Reichswehr bei dem Massaker von 1915? Und wenn ja, dann was? Геноцид исполнялся немецким оружием. Also es gibt Leute, die davon überzeugt sind, also dass dieser Genozid also auch mit deutschen Waffen durchgeführt haben. Ich könnte jetzt auch was dazu sagen. Es gibt also dort eine wunderbare Sammlung von Dokumenten, also über das Auswärtige Amt, die das alles genau belegt. Russisches Dokument. Gust hat das erfüllt. Und jetzt alle nicht durcheinander, der Reihe nach. Ja, also ich habe es. Vielleicht kannst du aufstehen, dass jetzt keiner hören will. Wir haben ja leider keine Bühne hier. Also ich denke, die Wahrheit liegt hier wie oft in der Mitte. Es gibt eine interessante Meinungsgleichheit, sowohl unter den osmanischen Christen wie auch den Muslimen, wonach die Deutschen die Schurken waren. Ja, also schon im Weltkrieg bestand diese Meinung. Wenn man genauer hinsieht, dann handelt es sich um Einzelfälle von deutschen Militärs. Es gab ja ein Militärbündnis seit 1913 und im Zuge dieses Militärbündnisses eine deutsche Militärmission, eine Bündnisarmee, die in das Osmanische Reich delegiert wurde. Und einige dieser Angehörigen waren unter osmanischem Kommando tätig bei der Belagerung zum Beispiel des Armenierviertels von Urfa, wo sich die armenische Bevölkerung verschanzte, weil sie monatelang erlebt hatte, wie Deportiertenkonvois durch ihre Stadt, die im Norden Mesopotamien liegt, weitergetrieben wurden. Und das war ein fränkischer Adeliger, der dort führend war, aber er schrieb an seine Frau, als das armenische Viertel gefallen war, sinngemäß, jetzt kommt der unangenehme Teil, die Deportation, damit habe ich zum Glück nichts mehr zu tun. Das heißt, er hat den militärischen Teil erledigt. Er war auch am Mosesberg, am Musardach, Sie kennen den Roman von Franz Werfel, und hat dort erfolglos versucht, die 6 armenischen Dörfer, die sich auf dem Mosesberg verschanzt hatten, niederzuringen. Das ist nicht gelungen. Und alliierte Schiffe, französische, ein britisches Schiff, haben dann diese an die 5000 Bauern gerettet und nach Port Said in Ägypten gebracht. Also ich würde die deutsche Mitverantwortung folgendermaßen definieren. Deutschland als wichtigster Militärverbündeter des Osmanischen Reiches war weitgehend informiert, was sich an Vernichtung nicht nur der Armenier, sondern auch der Griechen und anderer christlicher Volksgruppen abspielte, weil es in zahlreichen Städten deutsche Diplomaten gab, deutsche Konsuln, die nach Konstantinopel berichteten und von dort ging es an die Reichsregierung. Sie haben, auch wenn sie persönlich anti-armenisch eingestellt waren, sehr ausführlich berichtet, was in ihrem jeweiligen Amtsbereich diesbezüglich von sich ging. Das heißt, Deutschland war umfassend informiert, hat aber kaum gehandelt. Es gab einige Protestnoten, aber wie das so ist mit Protestnoten, das hat den Völkermord nicht behindert.
Es gab in Aleppo, also in der nordsyrischen Hauptstadt oder der Hauptstadt der Provinz Syrien, eine inoffizielle Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen Konsul und dem deutschen Konsul, was finanzielle Hilfe für die deportierten Armenier betraf. Das mag einigen hunderten Menschen das Leben gerettet haben. Aber dass jetzt Deutsche aktiv als Völkermörder aufgetreten sind, das kann ich nicht belegen, also aus der Literatur. Die militärischen Archive, wenn die aufgehen, vielleicht. Bitte? Wenn die militärischen Archive aufgeben, Können Sie aufstehen, damit wir das auch hören, Ihren Saal? Ja. Tut mir leid, die Kollegen sind schlecht. Ich bin Michael Gnasian, ein Vereinsvorsitzender von armenischen Fachleuten. Doch, es gibt Belege, Graf von Wolfski, General Goltz, die haben schon mitgewirkt. Ganz aktiv, Graf von Wolfski hat sogar angegeben, wie präzise er die Kanonen gerichtet hatte auf Marasch, wo er die armenischen Viertel niedergemacht hat, aber die amerikanischen Einrichtungen nicht getroffen. Also es ist so das hat er zum Graf von Wolf, Graf von Metternich mitgeteilt. Es ist so unterscheidend zwischen Militärhandlungen und Handlungen außerhalb der Frontlinie. Und gerade auch von der Goltz hat in Irak Armenier Griechen gerettet. Also es ist eine differenzierte Sichtweise notwendig. Ich will es mal so formulieren. Ohne die deutsche Hilfe, ohne die deutsche Unterstützung war das jungtürkische Regime entschlossen, die Armenier zu vernichten. Sie brauchten Deutschland dafür nicht. Sie hätten das wirklich alleine geschafft. Aber das kaiserliche Deutschland hat geschafft. Ganz ruhig da rein. Ja, also man kann es sehen, wie man will. Belege, die der Geschichte entsprechen, unterstützen das nicht so. Es gibt einige investigative Journalisten, wie Wolfgang Must, der seit Jahren oder der jahrelang versucht hat, das zu belegen, aber ist nicht sehr weit gekommen, außer der Figur von Wolfskehl. Ja, das berühmte, ich meine, wenn ihr spielt da darauf hin, das berühmte Zitat, dass Botschafter Metternich sagte, man sollte doch in diesem Fall in der Presse darauf hinweisen, weil, aber das ist jetzt bösartig, was ich sage, damit man nach dem Krieg sozusagen besser dasteht. Und daraufhin hat der Außenminister gesagt, er ist unser Bündnisgenosse, soll unser Bündnisgenosse bleiben, gleichgültig wie die Armenier draufgehen. Das ist aber kein Beweis dafür, das, was Sie sagen. Es gibt ein Buch, wo gesagt wird, Deutschland ist sozusagen mitschuldig durch Unterlassen und deswegen kann man sozusagen unterlassene Hilfe leisten und das strafrechtlich einordnen. Das halte ich schon für sehr gewagt. Ich glaube, es ist hilfreich, ein bisschen zurückzutreten, welche Interessen Deutschland hatte. Es waren geostrategische Interessen, das kollabierende Osmanische Reich zu beerben und den französischen und britischen Interessen an dieser Stelle zuvorzukommen. Und als Verbündeten hatte das Deutsche Reich, das Osmanische Reich, übrigens nachher im Ersten Weltkrieg ging es natürlich vor allen Dingen auch militärstrategisch darum, die Front gegenüber Russland als Kriegsgegner zu stabilisieren. Aber man kann sagen, es gibt im Deutschen Reich keine irgendwo nachweisbare eigene Agenda, keine Interessen daran. Es gab keine rassistische und schon gar keine religiöse Interessensituation, die das die belegen könnte, dass das Deutsche Reich dort eine eigene Handlungsmotivation gehabt hat. Es ist völlig unstrittig, dass die deutschen Militärs
auf allen Ebenen, vom Generalstab bis runter in einzelne Einheiten hinein, als Kontaktoffiziere zugegen waren. Und die Generalmaßdirektive war eben zu verhindern, dass das osmanische Militär geschwächt wird. Das osmanische, man kann es ja eigentlich schon sagen, dass das türkische Militär geschwächt wird. Und in diesem Zusammenhang ist es auch klar, dass dann auf der Ebene einzelner militärischer Akteure es so war, dass man natürlich Unterstützungsleistungen gegeben hat. Das ist unstrittig, aber es war keine Strategie und dahinter stand kein Interesse. Man könnte sogar umgekehrt sagen, dafür gibt es auch ganz viele Belege, dass von Seiten des Deutschen Reichs gesagt wird, diese jetzigen Auseinandersetzungen führen zu einer inneren Schwächung. Und wir haben dürften eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass sozusagen jetzt diese innenpolitische Strategie der Homogenisierung dieser Gesellschaft durchgezogen wird, wie vorhin gesagt wurde, vor dem Nebelvorhang des Weltkrieges, sondern eher die Kräfte alle zu bündeln. Und es gab ja auch unter den Armeniern, gab es, wenn man ein modernes Wort mal nennt, Patrioten, die durchaus als Militärs mitgewirkt haben. Aber es führte Objekt dieser Genozid, die Vertreibung, hat die militärische Schlagkraft eigentlich der türkischen Armee geschwächt. Welche Interessen geostrategischen das Deutsche Reich hatte, können wir alle sagen, wissen wir. Ja, wir haben bei uns im Haus ein berühmtes Foto von Viehwaggons der Bagdadbahn. Es wurden Ressourcen dort verwendet in dieser Richtung, die für andere Zwecke, wenn man mit den Gedanken der osmanischen Militärs denkt, sinnvoller hätten angewendet werden. So viel vielleicht als Ergänzung, wenn man ein Stückchen sozusagen zurücktritt und die Einzelereignisse werden dadurch nicht relativiert, sondern man kann sie vielleicht ein bisschen einordnen. Ich muss auch aufstehen, sonst hört man dich nicht vielleicht. Das Deutsche Reich hatte ja in der Zeit mit den Morde auch Interessen. Man sieht das daran, dass die Bagdadbahn gebaut wurde und das wurde finanziert von der Deutschen Bank. Und es gibt eine Anforderung eines Mannes, der die Bagdadbahn gebaut hat, dass er armenische Arbeitskräfte gebrauchte, ohne dass er irgendwie genügend Nahrung für die hatte. Also diese Armenier, die bei der Bagdadbahn angefordert wurden, waren sozusagen von Tode verurteilt worden. Also da gibt es auch sehr unterschiedliche Einschätzungen, nämlich derart, dass diejenigen Armenier, waren ja in der Regel armenische Männer, oft auch Ingenieure, die zur Bagdadbahn herangezogen wurden, dadurch ihr Leben verlängerten, nicht alle hungerten. Es ist richtig, dass sie nicht entlohnt wurden, aber in der Regel bekamen sie genug Nahrung, weil es ja das Interesse der Bagdadbahn war, die Bagdadbahn möglichst schnell unter Kriegsbedingungen wohlgemerkt fertigzustellen. Aber ein Jahr nachdem der Kriegsminister Enver erlaubt hatte, dass armenische Arbeitskräfte, Männer bereitgestellt wurden für die Bagdadbahn, wurde das widerrufen und der Großteil der armenischen Bahnarbeiter wurde abgezogen und davon wieder ein großer Teil noch während der Deportation, also während des Marsches, getötet. Das heißt, diese Verschonung, die war ungefähr ein Jahr und dann wurden die Arbeiter bei der Bagdadbahn ersetzt durch britische Kriegsgefangene. Die meisten von denen waren übrigens Muslime und Inder.
also Muslime aus dem Indischen Subkontinent. Und deren Behandlung war ungefähr so schlimm wie die Behandlung armenischer Zwangsarbeiter nicht bei der Bagdad-Bank, sondern in den Arbeitsbataillonen der Osmanischen Armee. Die gab es nämlich schon 1914 und die osmanischen Christen wurden in diese Bataillone eingezogen. Ungenügende Ernährung, 12 bis 14 Stunden Arbeit pro Tag bei jeglichem Wetter, oft keine Unterkunft. Das heißt, die Lebenserwartung in diesen Arbeitsbataillonen war in der Regel 2 Monate. Und das Schicksal kam dann auch auf die Inder, die bei der Bagdad-Bahn als Kriegsgefangene schuften mussten, als Ersatz für die deportierten Armenier dazu. Und jetzt gibt es noch eine Frage zur Literatur. Wir wollen ja ein bisschen noch auch bei dem Buch bleiben. Ja. Ich fände das gut, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe lange nicht also ein so gutes Buch gelesen. Das ist ja auch ins Deutsche übersetzt worden. Großartig, die Moschees. Das ist die Literatur. Naja. Also jetzt kommt Bela. Bela Tschigurishvili ist also eine wunderbare georgische Dichterin, die hier die auch vor kurzem ihre Gedichte vorgestellt hat. Ja, also erstmal schönen guten Tag, guten Abend, so, da gibt es nichts mehr. So, Frage erstmal so Raben von Noah, ja, die, meine Frage jetzt zu meiner Schriftstellerin, ja, ich möchte einfach so erstmal über den Buchtitel fragen, ja, Raben von Noah, ja, also natürlich, es geht zum Bibel und zu dieser Geschichte mit dem Arche, aber trotzdem, das wird interessant, eine Interpretation, eine Erklärung, ja, von Der Titel soll andeuten, also das ist dort in diesen Bergen, wo Saharu dieses Dorf gegründet hat, da gab es auch schon Leben. Also vor dem All, also vor Noah und da gab es schon eine Zivilisation, also auch vor dem Christentum und so weiter. Ja, 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 natürlich. Sehr schön. Und dann zweite Frage, also wie hat sie diese ganze Materialien, so erstmal Archiven oder wie hat sie das alles recherchiert? Ja, wir recherchieren über das Material, geht es nicht. Also das Buch ist also nicht nur über diesen Genozid, sondern es ist einige über diese Folge dieses Genozids. Also auch diese Leute, die also den Genozid überlebt haben und die sich gerettet haben mit diesem Bergbau, was dieser Haruf gegründet hatte, sie waren eigentlich trotzdem moralisch, also eigentlich schon also zerstört. Sie waren zerstört und sie waren eigentlich und das deformiert und das beschreibt sie in ihrem Buch. Я родилась в селе, где именно две части. Те люди, которые пришли после русско-персидской войны 1898 года. Они жили в одном городе, который состоял из двух частей. Первый часть, они кроме того, после русско-персидского войны. И второй, который спасавшийся Genozida 15. Und die andere Hälfte, die bestand eben aus Leuten, die den Genozid von 1915 überlebt haben. Also ich brauchte gar nicht in irgendwelche Archive zu gehen, ich habe ja unter ihnen gelebt. Und ich habe ihre Geschichten gehört. Ich habe nur die Namen also geändert von diesen Geschichten. Ja.
Vielen Dank, toll. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich möchte gerne dieses Buch natürlich bestellen. Ich habe jetzt 20 Stück an mir der Verlag geschickt. Man kann das auch beim Vorzugspreis bei mir kaufen. Also nicht für 22 Euro, sondern man kriegt es auch für 20 Euro. Und dann kann sie das auch signieren. Ja, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, weil ich muss jetzt auch noch jemanden vorlesen. Es ist noch ein bisschen Zeit, den ich... wer kennt denn dieses georgische Restaurant? Mach das. Ich wollte dich eigentlich verschonen, mein lieber Helmut. Ich kann mitgehen. Die holen, ja? Ja, diese Ratschapoli holen. Ja. Wenn ihr noch was fragen möchtet, also wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Ich bitte auch, dass wir diese Zeit noch nutzen, für ein Gespräch, weil wenn wir jetzt alle aufstehen, die Erfahrung hören und es ist heute dann hier das georgische Ratschapoli gibt, und das würde ich gerne noch durch die Reihe gehen. Danach können wir sehen, probieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte euch ganz kurz nochmal für eine Minute hinzusetzen. Achim, du kriegst gleich so viel Rotwein, dass er dir aus dem Ohren kommt, würde ich besorgen noch welchen. Oder wolltest du weißen? Der Weiße ist ekelhaft. Ja, der steht da vorne, aber jetzt muss ich erstmal glitzen. Also dann isst man derselbe was, weil vorhin hat er einen Gäste anlassen, der war einfach vergessen. Lieber Gerold, wenn ihr noch eine Minute euch setzt. Ich höre das von hier, ich rauche eine dabei. Du kannst auch gerne aufgehen. Also wir haben ja einen so besonderen Gast wie die Susanna und Bettina, Silvia, Silencio. Ja. Weil ich habe zwar einen Vater, der Pfarrer war, aber deswegen ist es für mich trotzdem leichter zu sprechen, wenn ich nicht gegen einen Geräuschpegel ankämpfen muss. Du hast auch einen Großvater, der Pfarrer war. Ja, gut. Hast du auch einen Urgroßvater, der Pfarrer war? Saditis Bojadis. Dann hast du das ja in den Genen. Ich wollte jetzt noch ein Wort sagen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe dieses Buch von der Susanna heute zu wenig literarisch gewürdigt. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, weil ich hatte zu viele Koryphäen eingeladen für die Geschichte. Und das ist sozusagen etwas abgeglitten. Jetzt kommt das Ratschapoli für Kadene, unsere Pianistin. Also das war ganz großartig, Kadene. Bravo! Susanne, wie die Ratschapoli für die Gerdin kurz auch zu sagen. Ich darf nicht eine Sache sagen, aber das ist gerade nur ganz kurz. Ja, bitteschön. Und zwar geht es darum, ich habe von Tessa damals... Ich weiß nicht, wann es war, aber hat sie geschrieben, es gibt ein wunderbares Buch und es war damals nur digital. Und ich bekam den Link und habe das Buch gelesen, digital, von Tessa geschickt. Und ich habe es gelesen und ich war so berührt, aber auch reingezogen. Und ich dachte, was ist das, was mich so reinzieht? Und was für mich ist dieses, es ist ein Meisterwerk der Humanität. Ja. Das möchte ich einfach nur. Es ist wirklich ein Meisterwerk der Humanität. Weil sie schafft es, den Menschen in seinen tiefsten Abgründen am Ende zu zeigen, wo man eigentlich gar nicht hinschauen möchte. Wo man sagt, das ist wie, wenn man die Obdachlosen sieht. Es ist wie, wo man weiter, ganz kurz, weiter schaut. Ja, wo man sagt, nee, damit will ich nicht, das kann ich nicht. Und sie schaut in diese Lebenssituation der Menschen. Und sie hat den Mut, kein Happy End zu schreiben. Sondern sie hat den Mut, den Menschen als Menschen in seinem Schicksal zu lassen. Und ihn nicht zu retten. Ihn nicht zu beschönigen, sondern das zu beschreiben, was ist, wenn ein Mensch das erlebt, was er erlebt hat. Und da ist sie groß. Und dafür bin ich Susanna. Das war als Tessa mir das, wir haben ja kurz dann auch, Tessa hat ja dann auch darüber geschrieben und so weiter, aber das ist das, was mein
Und ich möchte, das ist mein erster Eindruck, das ist nicht jetzt, wo ich das Buch habe und es nochmal durch und dann gucke ich ja mit einem anderen Blick drauf. Ja, was muss ich kürzen, wie kann ich den roten Faden, das ist ein ganz anderer Blick. Sondern das war mein erster Eindruck, ein Meisterwerk der Humanität. Und danke, dass sie diesen Mut hat, Mensch, den Menschen Mensch sein zu lassen und ihm seine Würde zu lassen. Das ist groß. Das ist wirklich. Bravo! Und das ist das Kasala, das ist der Roman. Das war ein sehr großes гуманности, потому что ты человека оставили от человека. Ты его, ты не happy end написала, ты написала, как он и есть, и это она сейчас, это в хороших словах это описала, и я даже сейчас не знаю, что на это отвечать. Я тебе спою одну песенку Балата Окуджави, это называется «Молитва», ты, наверное, знаешь эту песню. Alle werden dieses Lied kennen, das heißt Gebet. Ein anderes kann ich jetzt nicht singen. Ja. Auf Deutsch, solange sie noch die Erde dreht, solange das Licht noch währt, schenkt lieber Gott doch jedem das, was er entbehrt. Schenkt Pfiffigkeit dem Weisen, dem Feigling, gib ein Pferd. Schenkt ein paar Scheinchen dem Glücklichen, denk auch an mich dabei, Herr. Ich kann jetzt nicht alle Strophen aufsagen, es sind zu viele, ich singe es jetzt auf Russisch. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у неба нет, мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть в чему взят власти, на власть воваться в слезь. Дай передышку щедрому, хоть до схода дня. Хай ему дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость свою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый Бог, пока земля еще вертится, и эту я страну самой, пока еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. И не забудь про меня. Oh,
bist nur gebissen, nicht nur Mulde, bitte. Weiß ich nicht. Ups. Следующий раз. Nächste Mal, ja. А как первый был Бог, а на сердце живет. А вторая любовь, она к первому льнет. А как третья любовь, тут дрожит в сапке, тут дрожит в сапке, чем уран в руке. А как третья любовь, тут дрожит в сапке, тут дрожит в сапке, чем уран в руке. А как первая война, та ничья вина, а вторая война, чьи-нибудь вина, а как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем выгодна, а как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем выгодна, а как первый аман, да на заре туман, а второй обман, закачался пьян, а как третий обман, он очи черни, он очи черни, он войны страшни, а как третий обман, он очи черни, он очи черни, он войны страшни. Да. Можно,